Leberzysten kommen vor, häufig. In der Literatur gibt es ganz unterschiedliche Angaben. Ich finde immer, es ist nicht unbedingt hilfreich, Prozentzahlen immer zu nennen, aber dass sie vielleicht so eine grobe Richtung haben, wo und wie, wo es hinläuft und wie viele Menschen betroffen sind. Die Anzahl der Leberzysten nimmt auch, wie die Anzahl der Nierenzysten, im Lauf des Lebens zu. Und hier gibt es eine ausgleichende Berechtigkeit. Vorhin hatten wir die Progression der Nierenerkrankungen bei Männern eventuell etwas rascher als bei Frauen. Bei den Leberzysten ist es so, dass die Frauen häufig eine größere Anzahl und auch eine größere Größe haben. Hier auch nochmal hier das Piktogramm, dass Sie wissen ungefähr, wir reden ja von raumfordernden, also verdrängenden Prozessen. Diese Zysten können ganz groß werden und dann ist auch immer wichtig zu wissen, ja, wo liegt denn das Organ, das betroffen ist, und dann kann ich vielleicht den Schmerz oder den Druck, den ich spüre, auch gut zuordnen. Nicht, wenn es links drückt, dann ist es vielleicht eher nicht die Leber, wobei ich Ihnen nachher Bilder zeige, da sind wirklich die Leber überall im Bauchraum. Die Leberfunktion ist zum Glück sehr selten beeinträchtigt. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, denn Sie haben jetzt nicht zu befürchten, dass im Prinzip die Leber im Laufe der Zeit dann auch noch ihren Dienst aufgibt. Die Leberfunktion bleibt erhalten. Aber, das hatte ich ja schon erwähnt und da können Sie mir wahrscheinlich vielleicht nachher bei den Fragen noch viel mehr auch das detaillierter schildern, es gibt schon Probleme durch die Beanspruchung, durch die Platzbeanspruchung der Zysten. Das heißt, es gibt schon natürlich einen Kapselspannungsschmerz und der kann sehr lästig werden im Alltag. Dann gibt es auch, und das ist jetzt diese Auswirkung auf den Darm, und ich selber bin von meinem Hobby her auch eher Darmspezialistin, da gibt es schon natürlich Probleme auch mit der Verdauung, nicht der Dickdarm, der dann direkt an der Leber vorbeiläuft, der kann dann schon ganz schön eingeengt werden und dann kann es zu Blähungen kommen und dann kompensatorisch auch zu Durchfällen und letzten Endes auch dazu, und da wollte ich nochmal auf die Bemerkung von Ihnen vorhin sagen, wenn Ihre Schwiegertochter Ihnen geraten hat, mehr Sport zu machen. Es ist tatsächlich so, dass man dann häufig meidet zu essen und das ist eine der Sachen, das werde ich Ihnen nachher noch an einer Patientin genau zeigen, das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, dass man zu sehr das Gewicht abnimmt und Körpersubstanz verliert. Das ist sicherlich auch, da werden all diejenigen von Ihnen, die schon transplantiert wurden, auch sagen, es sind auch anstrengende Prozesse, die da auf Sie zukommen und wenn Sie da mit einem Untergewicht in diese Situation reinrutschen oder einer Mangelernährung und dann ist eben nicht das Gewicht auf der Waage das Entscheidende, sondern die Körperzusammensetzung und habe ich vielleicht zum Beispiel gar keine Energiereserven da und dann ist das in der Medizin noch eine viel größere Katastrophe, als wenn das ein oder andere Kilo zu viel auf der Waage ist. Das wird auch zum Beispiel, Berücksichtigung findet es, dadurch, dass die Leberwerte ja nicht schlecht werden, die Leberfunktion nicht zusammenbricht, manche, ganz selten, aber trotzdem eine Lebertransplantation aufgrund der Zysten benötigen, dann bekommen diejenigen sozusagen so Bonuspunkte, wenn sie eine Mangelernährung haben, eine sehr starke. Es kann aber auch sein, dass die Leber nach oben drückt, also nicht nur nach unten in den Bauchraum, sondern auch nach oben drückt und es richtiggehend auch beim Atmen, auch unter Belastung zu Problemen kommen kann. Risikofaktoren für das Wachstum, und das erklärt man sich, oder man hat ja herausgefunden, Frauen haben eben größere und mehr Zysten und hat natürlich gleich gesagt, es hängt wahrscheinlich mit den Östrogenen zusammen. Therapeutisch wird das aber nicht genutzt und über sonstige Lifestyle-Modifikationen haben Sie ja schon vom Professor Obermüller gerade gehört. Auch hier spielt wohl der Kaffee- und Salzkonsum eine Rolle, aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, wie viele Tassen Kaffee Sie jetzt trinken dürfen. Da habe ich jetzt ein bisschen geguckt, nachgeschaut, ob es da so eine Restriktion gibt, aber gibt es auch nicht.